In der 21. Minute wird Kevin Bühr von Silvan Hefti im Strafraum von den Beinen geholt. Elfmeter für den FCB. Van Wolfswinkel scheitert an Stojanovic. Nicht sonderlich gut geschossen vom Basler Stürmer. In einer munteren Partie hat das Heimteam insgesamt die klareren Torchancen. Zuffi im Pech, 0:0 zur Pause. In der 86. Minute dieser Konter der Gäste mit Bakayoko. Der Franzose behält die Nerven, die etwas überraschende Führung für den FC St. Gallen, der eine gute Leistung zeigt. 3 Minuten später ein Foul an Valentin Stocker an der Strafraumgrenze. Und Campo mit dem späten Ausgleich. Das 1:1 ist zugleich auch das Schlussresultat. Der FCB kommt mit einem blauen Auge davon.